Moin Moin, mein Name ist André Löwe und mit mir spielt die Mathilde. Genau, wir spielen 7 Days to Die, wie man unschwer erkennen kann. Es ist scheiße dunkel. Unten ist der Bär noch am See, das heißt, wir können trotzdem hier links runter. Wir hatten auf dem Dach zu Nacht Besuch. Die sind hier hochgehopst. Diese Dreckszombies. Oh, das ist echt schweinedüster hier. Düsterig. Ah! Super, dass du eine Fackel mit hast. Ja. Ich leuchte, du schießt. Wir wollen jetzt zum Händler. Und ja, nebenbei am besten Nester durchsuchen. Nee, ich hab keine Lust auf Zombies. Geh weg. Und wenn wir unterwegs sind, das Schöne ist, wir können auch gleich gucken, ob es hier eventuell Häuschen gibt, wo wir uns dann vielleicht sogar hinterlassen können. Weil das, wo wir gerade uns befinden, ist nicht so ganz optimal. Nee, eher semi-optimal. Das ist, wenn die hochhüpfen können und... Nee, das ist Nacht vielleicht, aber einer hat uns da, mich hat er schon halb umgehauen und Mathilde hat er ja fast gekillt. Also. Ja, ich hatte nachdem wir ihn dann getötet hatten, hatte ich noch ganze 2 Punkte Leben. Habe ich gerade ein Schwein grunzen gehört? Ich weiß nicht. Oh, geh weg. So, jetzt habe ich, Ach, da bist du, hallo. Brauche ich langsam mal Holz. Holz sei schon Stein. Stein bräuchte ich auch. Aber ich habe zum Glück auch recht viele Pfeile. Naja, ich weiß nicht, ob 33, was ich hatte, noch viel ist. Dann haut sie ja immer so schnell. Die ballert man immer so schnell weg. Naja. Ah. Ein Haus sein. Hier ist ein Haus, aber es ist nicht so ein gutes Haus, finde ich, links. Ein paar Zombies auf dem Weg noch zerstören. Wir wollen ja aufleveln. Oh, super. Hier kann ich etwas Knochen kriegen. Ja, sehr schön. Noch eine Klinge machen. Sehr schön. Ich finde, wir können das Gebäude mal durchsuchen, oder? Das können wir machen. Ein Safe müssen wir jetzt innen nicht öffnen. Nee. Ah, wir haben sie geweckt. Die kommt schon. Wir brauchen doch echt länger, als ich dachte. Besser, sie kommen raus, als wir gehen rein und... Hinter uns kommt auch einer, aber der ist ein bisschen weit weg. Pass auf, wie du schießt, wenn ich hier rumlaufe. Ich hab dir gerade den Arsch gerettet. Hast du gar nicht. Ich hätte den schon gerade abgeknüppelt. Klar. Dann lauf nicht vor meiner Flinte. Wir sind gerade noch nicht in einem Team, sehe ich gerade. Oh. Das heißt, wir teilen uns nicht die Erfahrungspunkte. Irgendwie schon. Warte, kann ich seine Party-Einladung annehmen? Also du hast eine von mir bekommen, ne? Ja. Jetzt sind wir auch wieder Kumpel. Boah, hier können... Trotzdem machen wir bitte kein Friendly Fire. Upsala. Da draußen geht irgendwas. Ach, das ist ein Zombie. Man hat ihn richtig auf diesen Holz gehört. Aua. Scheiße. Mist. Gleich weiter.
Das Waffenwechseln hat nicht so ganz geklappt bei mir. Oh. Ich habe gerade gehofft, dass das ein Wildschwein ist oder so, weißt du? Oh, ein Wildschwein, wäre toll. Oben sind bestimmt auch mal welche, pass auf. Und auf dem Dach, da kommen sie bestimmt gleich runtergefallen. Ah, ich sehe hier drei. Zwei. Ups. Noch einer. Denn da? Der schlägt mit seinem Schädel. Ey, ich kann dich so nicht beschießen, du Sack. Ey, diese Knüppel haben echt eine übelste Länge. Das ist... Der lebt noch. Treff den nicht. Bleib liegen. Er ist tot. Butter. Nee, Eisen. Ich pack auch immer Eisen in den Kühlschrank. In den Backofen. Vielleicht wird das Eisen nicht schlecht. Okay, das war's. Schade. Oh, ich kann meine Waffe modden. Das Glas lasse ich fallen. Brauchst du ein Baseball-Cappy? Ach nö, ich hab hier meine Mütze. Ach, ich zerlege und mach daraus vielleicht noch einen Verband. Aha. Ich geh ein bisschen Steine kloppen. Nee, das Glas kann draußen bleiben. So. Wo ich denn noch? Ja, Stein. So, dann habe ich um die 60 Pfeile, wenn er gleich fertig ist. Das geht wieder. Ich sag nichts. Oh, hier ist eine Farm. Farm bedeutet Tiere. Ja, aber wir können ja trotzdem... Tiere bedeuten Fleisch. Können ja trotzdem erstmal ein bisschen weiter zum Händler. Ja, ja. Aber eine andere Farm, oder was soll das sein? Oh. Wie viel Eisen hast du dabei? 200. 200 Eisen? Hm. Wenn du magst, kannst du mir das geben. Nee. Nein, weil dann mache ich dir einen Dreierknüppel, eisenverstärkt. Ein Dreierknüppel? Ja, Dreierknüppel. Hast du nur Intellekt hochgepusht, oder? Ja, ich will so schnell wie möglich Dings machen können. Eisen, damit wir vernünftige Waffen haben. Weil ich habe den Eindruck, dass die Reichweite von dem eisenverstärkten Knüppel auch etwas größer ist als von dem Holzknüppel. Ja, die Zombies haben eine größere Reichweite als du mit deinem Holzknüppel, ey. So, dann machen wir den fertig. Dann komm her. Dann schmeiße ich dir den eisenversteckten Knüppel auf den Boden. Bitteschön. Danke. Bitte. Ah, der Händler ist echt noch ein Stückchen weit. Ach, das ist der Hafen hier. Ah. Ein anderer Hafen. Stimmt, ein anderer Hafen. Mit Boot, Frachtkran, so ein bisschen. Sieht nett aus. Das ist eine coole... Das haben sie echt gut gemacht. Ja,
Ja, jetzt wäre es natürlich gut zu wissen, wie war diese Karte vor der vor dem Update, so. Weil dadurch, dass wir ja nie die Navis-Gain-Karte gespielt haben. Ja, die hätten wir noch rauf und runter am Anfang gehabt, darum haben wir sie nie wieder angefasst. Ja, aber da waren wir irgendwie immer nur in der gleichen Ecke. Ja, aber es gab nie einen Hafen. Das ist, glaube ich, das ist... Es gibt komplett neue Gebäude. Ich würde auch sagen, es ist ein komplett neues Gebäude. Soll ich dir auch ein Dings machen? Eine Knochenklinge? Boah, wenn du hast, mach. Ja, ich muss das hier noch zerlegen. Achso, das kann man auch plündern. Ja, das gibt so vergammeltes Fleisch und Knochen und manchmal auch ein bisschen Fett. Und je nachdem, wie gut man im Kochen ist, kann man auch mit diesem vergammelten Fleischessen herstellen. Ja, boah. Oh, da springt ein Zombie. Aber ich laufe vorbei. Ich nicht. Ich will die Punkte. So. Dann packe ich dir mal die Knochenklinge hier in diesen Abfallhaufen. Wow, Abfallmüll. Juhu. Da unten ist auch ein Haus, das interessant aussieht. Wollen wir erst zum Händler? Ja, oder? Erst zum Händler, dann haben wir genug Zeit, um... Oh, hier ist Gebirge. Ja. Es ist ja, ich baue gerne Gebirgs. Du weißt, aber sie hüpfen. Und die sind alle hier nicht, also begehbar, ne? Das ist, Ja, deswegen müsste man halt wieder Berg abtragen. Also das wäre wieder so ein Großprojekt. Ich wäre erst dafür, dass wir generell eine Basis haben. Ja. Lass mich doch träumen. Träum doch. Federn, Federn. Ganz viele Federn. Oh, ging doch schneller als erwartet. Was ging schneller als erwartet? Um den Händler zu finden. Also ich kann mich auch an diesen Händler erinnern. Den gab's schon. Auch in so einem Gebirge, das weiß ich noch. Howdy. Ah, hi. Oh, hast du ein schönes Inventory. Toll. If we ain't got what you're looking for, we can get it. Was hast du denn Schönes? Ich gucke erst gar nicht, weil wir haben ja nichts zum Handeln. Das heißt, ich habe 6 Dollar. Oh. Wollen das alte Cash nicht mehr? Das Old Cash wollen die nicht mehr? Warum das denn nicht? Nein! Ist das Old Cash nicht gut genug? Haben die denn eine funktionierende Werkbank? Ja, haben sie. Ein Zementmischer, auch eine Schmiede? Ja, Destroyed. Destroyed brauchen wir nicht. Kaffeestrauch kann ich aber nicht abtragen. Also, können wir ja Richtung Süden gehen, so in den Kreis sozusagen zurück. Dann können wir erstmal zu dem Gebäude, was du gesehen hast. Achso, ja, das können wir auch. Das war hier ja einmal um die Ecke. Also einmal hier hinterm. Einmal hinterm Händler hier irgendwo. Oh, ein Nest. Der schwören können, das war auch gar nicht weit weg, oder? Warte mal. Hm? Ah, es war ein Zombie. Okay.
Ich dachte, ich habe ein Wildschwein gehört. Ah, ich hab's. Ja, los, komm her. Ich wollte jetzt auch mal knüppeln, aber... Schon war er tot. Oh, ein Nest. Diese Nester kann man echt gut gebrauchen am Anfang. Oh yeah. Oh, hinten gibt es eine Werkbank zu benutzen. Nutzbare Werkbank? Ja. Cool, das spricht schon mal sehr doll für dieses Haus. Es gibt wieder einen Keller, der ist offen und frei zugänglich. Ich gehe da mal rein, sieht aus wie eine Falle, ey. Machst du was kaputt? Ja. Oh ja, da ist ein Zombie. Ich hau hier gerade die Eingangstür kurz. Hallo, ja, zu Hause? Runter. Da kommt einer getropft. Oh, du stehst da oben auf dem Balkon. Scheiße Vogel! Ah! Nein! Hilfe! Ich verblute! Ah! Hilfe! Ah! Vogel! Stirb! Stirb! Oh! Puh, da war ein Vogel auf dem Dach! Ich bin erst in der ersten Etage oder so. Ja, ich bin da auch gerade auf den Balkon gegangen und da waren dann, war ein Vogel. Hallo, Krankenschwester. Die ist in den Boden eingesackt mit meinem Pfeil, die dumme Kuh. Na komm, gib dir Mühe. Wieder nach oben, ne? Hier. Unten hast du auch schon alles durchsucht? Nein, ich habe erstmal von Zombies gereinigt. Ich hab den Stuhl mitgebracht. Sehr schön. Yeah, ein Compound-Bogen. Den Bogen wollte ich, das wollte ich eigentlich nicht mitnehmen. Ja, Compound-Bogen ist doch gut. Level 2. Ja, wie meiner, ist doch wunderbar. Cappuccino ist sehr lecker. Ah, den haben wir ja auch noch. Yay, verrottendes Fleisch. Oh, hier ist noch ein Compound. Hier ist schon eine Truhe. Dann würde ich sagen, also, weiß nicht, wollen wir dieses hier annektieren, oder?
War das Gebäude. Das macht eigentlich ganz guten Eindruck auf. Ja, besser als das andere erstmal, würde ich sagen. Weil dann würde ich da hier schon mal oben einfach ein bisschen was lassen. Muss man nicht so viel rumschleppen, weißt du. Aber wir müssen die Etage vernünftig machen. Ja. Oh, da unten ist einer. Jo, danke, Junge. Ich muss mich jetzt erstmal ganz zum Schießen gewöhnen. So. Da ging's sehr abwärts. Kumpel, kommst du mit? Ey, Kumpel! Ey, du musst doch nicht den Boden abreißen! Oh, hier oben ist auch schon einer. Wie ist denn der hier hochgekommen? Ja, die Treppe lang. Das ist ja doch einer. Jetzt wird geknüppelt. Haut der hier einfach den Boden kaputt? Ich stell dir was für einen Arsch noch. Ja, das Haus gefällt mir nicht, weil es aus Holz ist, aber besser als das andere erstmal. Ja. Die Werkbank, so schön die ist, ist ein ganz großes Sicherheitsrisiko. Ja. Über die kommt man nämlich ins Dach. Ja, fantastisch. Ich würde sagen, wir gucken nochmal weiter. Ja, ich markiere das Dach aber trotzdem, weil ich habe hier jetzt einige Sachen auch hinterlegt. Ja, ich auch. So, Wegpunkt speichern. Wir können ja auf den See nochmal zurückgehen. Basis, Fragezeichen. Und diesen Wegpunkt möchte ich teilen mit meinen Verbündeten. So. Ah, hier waren wir mal. Das weiß ich noch. Ja? Ja, an das Gebäude kann ich mich erinnern. Ich lasse es erstmal außen vor und suche weiter. Geh einfach mal einen Weg schlank. Ah, ein kleines Zeltlager sehe ich da hinten. Oh, dropped loot. Oh, nice. Was fallen gelassen oder was? Ja. 10 Eisenpfeile, eine Pistole, Wasser. Oh, nicht schlecht. Millimeterpatronen. Ah, die Zeltlager haben sie auch ein bisschen überarbeitet. Ja, und die gehen auch schnell kaputt. Vorsicht, das sind zwei Cheerleader. Fans. Abonnenten von mir. Nein, ihr seid natürlich toll.
Ach. Oh, da ist jemand. Vogel! Oh! Geh weg! Tot? Ja. Wunderbar. Wird vielleicht zerlegt. Gut, dass ich dich gewarnt habe. Ja. Vorsicht, da ist noch eine dicke. Oh, die habe ich übersehen. Kann man sich gar nicht vorstellen, aber... Oh, hier ist auch noch einer. Vogel. Oh, das ist doch ein Vogel. Ich hab den Schatten auf, gesehen. Ja, aber der ist, glaube ich, auf dich jetzt mal fixiert. Jetzt trifft man ganz gut mit der Eisenkeule. Sehr schön. Tot, ja? Da flattert er weiter. Ja, Videobug. Ich habe aber Shared Player Dings. Döns. Komm. Wunderbar. Scheißvieh. Hat sich wenigstens gelohnt. Ja, 494. Oh, zwei Schraubenschlüssel und Mechanical Parts. Oh, brauchbar. Oh, hier ist ein wunderschönes Maisfeld. Hier habe ich gerade unter dem Sessel lag ein kleines Loch und da drunter war noch eine Sporttasche. War zwar scheiße drin, aber... Die verstecken mehr Loot, ey, als früher. Joa, immer noch kein passables Gebäude gefunden, ne? Ah, oh, und der Tag am See neigt sich schon dem Ende entgegen. Schau mal, ja, die Uhr. Ja, nichts geschafft. Ja, natürlich. Ja gut, wir waren mal ein Händler, aber ich meine, ich habe kein Gebäude gefunden, was mich interessiert, so. Wir können ja noch zum Abschluss des Tages den Berg killen. Den Berg was? Den Bären. Wenn der noch da ist, killen wir den Bär, ja, machen wir. Sind ja gleich einmal rum. Genau. Hier ist ein Gebäude, aber doch, das hat eine Steinmauer unten. Ja, und schau dir mal das Dach an. Das komplette Dach einmal hochrennen. Naja, man muss natürlich erst hier hochkommen. Ja, das kannst du abhaken. Das stimmt. Aber mehr habe ich vom Gebäude noch nicht gesehen. Ja, hier ist auch noch eine Leiter. Ich guck gerade, ob hier unten noch ein Eingang ist. Nee, unten gibt es tatsächlich keinen Eingang. Das heißt, wenn wir die Leiter wegmachen. Ja, und die hüpfen dann hier gegen. Hier unten gegen. Ja. Die Säulen sind nicht, sind aus Holz. Das ist schon mal schlecht. Hallo? Oh, hat sogar einen Keller. Ich geh mal hoch. Ich geh sonst immer in den Keller. Der erste ist schon da. Oh, hier kommen gleich zwei. Oh, eine Krankenschwester kommt lieber raus. Raus, raus, raus. Stau auf der Tür hier. Ich bin
diese Hüpffrösche. Ah, das werden noch nicht alle gewesen sein. Das ist immer so ein Hüpffrösche hier sein müssen. Aber hier oben mit einer Lampe. Strom haben wir noch. Cool. Ach, hier kommt man auch noch auf den Balkon. Vogel! Du Hure! Hier hat sich jemand im Klo versteckt. Dieser Scheißvogel hat hier richtig gekämmt. Ja, ja, das machen die gelegentlich. Ja, auf dem Dach kommt man, wenn man hüpft, ja. Unhüpfend ist das echt schlecht und man rutscht automatisch runter. Wenn wir automatisch runterhüpfen, dann vielleicht die Gegner auch. Ich finde das Haus ansonsten so ganz nett. Mhm. Noch ein Schraubenschlüssel. Zweier. Ja, ich bin voll beladen. Weiß. Storage Pocket Schematik. Magazin Master Sheet. Magazin Deep Cuts. Boah, das gefällt mir eigentlich auch ganz gut, das Gebäude. Oh! Da kommt noch einer! Wow, danke. Ich liebe es, am Limit zu leben. Oh, da kommen noch zwei. Sie mich erwischen! Hilfe! Hilfe! Ayufo. Wir können nicht mehr zurückgehen. Es ist eigentlich schon 20 Uhr. Das ist, ja, wir sind fast bei uns im Haus. Ach so. Dann würde ich sagen, gehen wir vielleicht einfach zurück zu unserem Haus und durchsuchen das hier. Ah, hier hinten ist ein Loch unter da. Ja gut, das kann man ja flicken. Ja. Würde ich sagen, gehen wir jetzt einmal fix nach Hause. Genau. Also das ist nicht uninteressant, das Gebäude. Das gefällt mir irgendwie. Auch an sich so gefällt mir das Gebäude. Sieht irgendwie cool aus. Ja. So. Wir müssen eigentlich nur noch da über die... Entschuldigung, dass ich gegen das Mikro gekommen bin. Über die Brücke. Genau. Ah, ich verdurste. Aber es kann warten. Wir müssen jetzt mal weiter. So. Boah, der Kapo ganz kalt wird. Na, lauwarm ist er. Genau, das war unsere Hütte, ne? Genau. Und ich würde sagen, wir nehmen da vorsichtshalber die Geländer an der Seite weg, weil ich habe den Eindruck, das ist der Weg, den der Farmer in der Nacht genommen hat, um hochzukommen. Die Geländer, über die wir auch gekommen sind, oder? Mhm. Na gut, wir können ja einfach... Also hier wahrscheinlich irgendwie. Ja, da kommen wir ja auch immer hoch. Genau. Oder warte mal, da gibt es eine Ranke, ne? Man hier? Danke. Ja, wenn du da kletterst, wenn ich gerade hacke. Ja, hacke auch nicht auf mich. Nee, ist es nicht. Doch. Da kommt man auch mit hoch. Tatsächlich. So, weil ich dem hier nicht vertraue. Ich muss mich jetzt rausziehen. Ich bin ganz kaputt. Lass mich was trinken.
So. Oh, das müsste erstmal reichen. Gucken wir nochmal auf der Seite. Hier ist nämlich auch noch so ein. So. Ja, dann ist nur noch die Bank, dass sie da rüberkommen, ne? Aber nee, das schaffen sie höchstens nur mit dem Frame. Hast du einen Frame dabei? Ich hab einen Frame dabei. Fantastisch. Ich hab deinen Frame mitgenommen. Fantastisch. So, schön wieder zu Hause zu sein. Ja. In unser Bungalow. Ich habe verrottetes Fleisch dabei. Willst du verrottetes Fleisch? Gut, ich würde sagen, wir machen hier erstmal einen Break, warten die Nacht aus. Was wollen wir morgen machen? Ich würde sagen, wir durchsuchen morgen ganz entspannt das Haus, das wir neu entdeckt haben. Auf jeden Fall. Und gucken, ob wir das dann als unsere Basis etablieren wollen. Und bauen das halt aus. Gut. Genau. Dann wünsche ich euch noch viel Spaß. Abonnieren, liken, nicht vergessen. Ansonsten haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.